Wenn die Drohnen fliegen und ein alter bekannter Caster mitten auf dem Rathausmarkt die Drehgenehmigung kriegt, dann hat das wohl einen besonderen Grund, Guido. Ja, ganz genau. Wir wollen mit unserem kleinen Schätzchen hier, mit unserem Oldtimer auf große Nordkap-Tour gehen und das für einen guten Zweck. Welchen guten Zweck verfolgst du? Wir wollen starten bei der Baltic Sea Circle Rally in 2 Wochen und wollen damit das Thema Demenz in den Fokus stellen und damit für den Erinnerungsfahrt in Neuss möglichst viele Spenden sammeln. Also wir starten natürlich hier in Deutschland und es geht dann durch 10 Länder übers Nordkap, unter anderem aber auch durch Russland wieder nach Hause. Lange Tour, machst du das denn ganz alleine? Nein, natürlich nicht. Ich habe meine bessere Hälfte mit dabei, sitzt hier auch mit im Gepäck. Eine bessere Hälfte, die hier als Beifahrerin auf dem Namen verewigt ist. Guck mal, jetzt sehe ich mich selber. Kuckuck, ich mache das Video. Wir helfen alle ein bisschen mit. Und guck mal, hier, das ist die Friederike. Hallo, was machst denn du für einen Job hier? Ich bin hier die Co-Pilotin an Bord und ich werde mich vor allen Dingen darum kümmern, den Fahrer stets bei Laune zu halten, in egal welcher Situation wir sein werden. Hintergrund war schon immer, das für gute Zwecke zu tun und wir haben uns entschlossen, das für den Erinnerungsfahrt hier im Rheinkreis Neuss zu machen. Und zum Glück hast du viele Partner gefunden, die dich dabei unterstützen. Ja, ganz genau. Wir haben mehr als 20 Unternehmen mit auf unserem Auto, die begleiten uns alle bis hin zum Nordkap und da haben wir sehr viel Unterstützung und Rückenwind bekommen. Rückenwind ist auch von der Caster Stadtverwaltung zu merken. Es gab diese Drehgenehmigung an einem Sonntag. Ja, hinter uns, da seht ihr unseren Goldie. Das ist der Rallye-Wagen, mit dem wir an den Start gehen wollen. 63 Diesel PS, verspricht nicht allzu viel Geschwindigkeit. 120 schafft er wahrscheinlich, aber ab 80 macht schon keinen Spaß mehr. Von dem Kilometerstand her müsste es eigentlich gut funktionieren. Mit gerade mal 60.000 Kilometern ist das nicht allzu viel. Da nagt eher der Zahn der Zeit. Das ganz Besondere an dem Auto ist, den haben wir letztes Jahr von einer Familie bekommen, dessen Familienmitglied selber betroffen ist von einer ganz schweren Demenz. Und dieser Herr, der hat diesen Wagen damals selber neu gekauft und die letzten Jahre gefahren. Damit wollen wir also ein Zeichen setzen. So, Schatz, haben wir alles? Wir haben alles. Gut, dann angeschnallt ist. Da war der Anlasser direkt wieder hinüber. Dann probieren wir es nochmal. Hoffentlich wird der nicht uns verlassen. Ja, da schauen wir mal, ob wir damit nochmal ans Ziel kommen. Hast du an alles gedacht? Ja, ich denke schon. Haben wir die Verpflegung dabei? Das Wasser dabei? Wasser haben wir dabei, Kofferraum ist zu. Jede Menge los hier. Unseren Scheinwerfern finden wir aber immer den Weg. Ich hoffe, Sie gehen mit uns auf diese spannende Reise bis hoch ans Nordkap und wieder zurück und unterstützen uns und unsere Aktion mit einer großzügigen Spende. Die kommt dem Augustinus Memory Zentrum zugute, die mit diesen Geldern den Erinnerungspfad für demenzkranke Menschen hier in Neuss gestalten und entwerfen möchten.